Wie an jedem Sonntag trafen sich auch heute im Ratssaal des Dogenpalastes die Mitglieder des Großen Rates zur Abstimmung. Es gab keine Anwesenheitspflicht und üblicherweise waren immer auch nur ein paar hundert der noblen Ratsmitglieder zugegen. Aber heute war alles anders. Während hier sonst ein Wahlverfahren nach dem anderen zur Besetzung der verschiedensten Ämter der Republik die Patrizier ermüdete, sollte es heute um Krieg oder Frieden gehen. Mit Blick auf das riesige Wandfresko von Jacopo Tintoretto an der Stirnseite des Saales berieten die Ratsmitglieder ein Beschlusspapier, welches das Herzogtum Mailand wegen anhaltender Schädigung des internationalen Handels anklagte und den Dogen zum militärischen Vorgehen gegen Mailand verpflichten sollte. Ein Redner nach dem anderen schilderte in den grellsten Farben, welche Ungerechtigkeiten den venezianischen Händlern durch die Mailänder widerfahren waren, und fast alle betonten, dass es nie wieder eine so günstige Gelegenheit geben würde, den Herzog in die Schranken zu weisen. Nur einige wenige besonnene Kaufleute warnten vor der weiteren Eskalation des italienischen Krieges und wiesen vorsichtig auf die langfristige Schädigung des Handels hin. Ottavio Gritti saß schweigend auf seinem Platz und enthielt sich bisher jeder Wortmeldung. Inzwischen waren auch die letzten bewegten Appelle für einen Kriegszug vorgetragen worden, der Abend brach schon heran und die Abstimmung stand endlich kurz bevor. In diesem Moment öffnete sich eine der großen Türen zum Saal und Gian Piero Casanova trat schnellen Schrittes herein. Casanova, der selbst Mitglied des Rates war, begab sich aber nicht zu den Seinen, sondern eilte zum Dogen. Die beiden zogen sich etwas zurück und man sah Casanova eindringlich flüsternd Gritti Bericht erstatten. Nachdem dieser offensichtlich beendet war, kehrte der Doge zu seinem hohen Stuhl zurück, blieb dort stehen und begann mit lauter Stimme zu sprechen. »Werte Signori, eine überraschende Nachricht hat mich gerade erreicht, die ich Ihnen nicht vorenthalten darf. In Wien hat es offenbar geheime Verhandlungen zwischen den Parteien dieses furchtbaren Krieges gegeben, der seit 2 Jahren unsere Nachbarn in Oberitalien zerrüttet. Ich darf Ihnen mitteilen, es herrscht wieder Frieden. Jenseits unserer Grenzen. Ein Raunen ging durch den Saal. Und nicht nur das, dem Fürstentum Provence wird Avignon zugesprochen. Der Papst muss sich geschlagen geben. Was das bedeutet, wissen Sie. Mailand steht damit auf der Seite der Sieger. Die mailändische Armee befindet sich auf dem Rückmarsch in die Heimat, wo sie auf die Rebellenarmee des Carlo Moscati treffen wird. Ich frage Sie daher, wenn nun 10.000 Mailänder gegen 10.000 Mailänder kämpfen werden, ist es dann geboten, ein venezianisches Heer auszusenden? Signori, Sie alle kennen die Antwort. Mit diesen Worten verließ er, ohne die Abstimmung abzuwarten, den Saal, in dem es nun sehr still geworden war. Es dauerte nicht lange, da war es die liebste Freizeitbeschäftigung der Venezianer, sich neue Gräuelgeschichten aus dem mailändischen Bruderkrieg zu berichten. Carlo Moscati belagerte weiterhin Mailand, während die zurückgekehrte Armee unter General de Leyva sich in Cremona aufhielt und offenbar weitere Kräfte sammelte. Beide Parteien vermieden eine große Schlacht, aber ständig kam es zu kleinen blutigen Gefechten und vor allem zu Verwüstungen der Landschaft. Unterdessen brach weiter südlich ein weiterer regionaler Konflikt aus. Die toskanischen Städte unter der Führung von Florenz erklärten im Januar 1453 der Stadtrepublik Siena den Krieg. Im Mai 1453 gelang in der Lombardei schließlich General Moscati der Durchbruch. Die Stadt Mailand musste sich ergeben. Ein Jubeltag für alle Venezianer. Doch dabei blieb es nicht. Die nun erstarkten und ermutigten Rebellen wollten offenbar alles. Im Oktober 1453 sammelten sie ihre Kräfte und marschierten gegen die Reste der mailändischen Armee bei Cremona.
Und obwohl sie in ungünstigem Terrain kämpften, gelang ihnen das Unwahrscheinliche. Auch das letzte Überbleibsel der Herrschaft des Hauses Visconti wurde davongefegt. Nun verhinderten nur noch die Mauern von Cremona die vollständige Besetzung des einst so stolzen und mächtigen Herzogtums Mailand.